Initiative 9. November ist eine 1988 gegründete Bürgerinitiative, die sich engagiert hier am Ort der ehemaligen Synagoge der israelitischen Religionsgesellschaft in der Friedberger Anlage mitten in Frankfurt, in diesem Bunker, in dem wir hier jetzt stehen. Von Anfang an war eine Verbundenheit gegeben mit der jungen Kantorei unter der Leitung von Jochen Martini und seiner Frau Judith Freise. Wir hatten immer das gleiche Verständnis von Aufklärung, was hier geschehen war, aber auch insgesamt über die Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus und in dem Kampf gegen Antisemitismus. Von daher war es für uns ein großes Glück, als beide ihre Ausstellung, ihre von Beginn an erarbeitete Ausstellung, also ohne dass wirklich Dokumente oder Erzählungen vorlagen, sie haben das von Grund auf erarbeitet, hier als Dauerausstellung in diesem Bunker eine endgültige Heimat nach vielen Jahren in aller Welt gefunden hat. Seitdem, seit einer Reihe von Jahren, ist sie nun hier, wo wir stehen. Und wir freuen uns auch sehr, dass in jedem Jahr ein Konzert im Zusammenhang mit dieser Arbeit hier im Bunker stattfindet, mit dem Ensemble La Fantasia und besonders mit Judith Freise, die jetzt genauer erklären wird, wie es zu dieser Recherchearbeit kam und diese Anfänge von dieser geschichtlichen Aufarbeitung beschreiben wird. Ich muss ganz kurz dazu sagen, heute spielen wir nicht mit La Fantasia, sondern mit einem Ensemble mit jungen Leuten aus Frankfurt. Und die Idee zu dieser Ausstellung entstand 1987 während einer Zugfahrt. Nur über diese Entstehungsgeschichte möchte ich jetzt hier ganz kurz erzählen. Jochen Martini und ich hatten einige Wochen auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz verbracht. Wir liefen jeden Tag über die Gelände von dem Stammlager Auschwitz und Auschwitz-Birkenau und natürlich besuchten wir alle Dauerausstellungen dort auch. Ja, und jetzt befanden wir uns also auf der Rückfahrt nach Frankfurt und tauschten so unsere Eindrücke aus. Wir erinnerten uns zum Beispiel an diese grauenhaften Berge von Schuhen und Brillen und anderem Hab und Gut der ermordeten Menschen und blieben dann hängen an den Bergen mit Koffern, die dort zu sehen sind. Die sind mit Farbe beschriftet, mit Namen, Daten und mit den Städten, wo die Leute gelebt haben. Irgendwie im selben Moment stellten wir uns beide die Frage, ist es möglich oder wahrscheinlich ist es ja auch so, dass sich unter diesen Haufen auch Koffer von unseren Musikerkolleginnen und Kollegen aus Frankfurt befinden. Also wir beide als ausübende Musiker hatten uns das zuvor noch nicht gefragt. Ne? Wir hatten uns viel gehört über Holocaust und uns viel damit beschäftigt, aber was mit den jüdischen Musikerinnen und Musikern geschehen war, das wussten wir nicht. Und ja, wie viele hatten in Frankfurt gelebt und ihren Beruf ausgeübt und wie hießen sie? Und hatte nach dem Krieg die Frankfurter Musikgesellschaft überhaupt mal wieder nach ihnen gefragt? Ja, vielleicht waren einige berühmte Namen noch im Gedächtnis von einigen Leuten, aber was war mit all jenen, die zu Hause oder an Schulen zum Beispiel ihre Schüler unterrichtet hatten? Jemand hat in der Zeit sich mal mir gegenüber, wie ich finde, sehr despektierlich geäußert, wir würden uns ja um jedes Lieschen Müller kümmern. Ja, und das war genau unsere Absicht. Also wir wollten jetzt nicht nur nach berühmten Leuten gucken. Diese Menschen, die hatten im Prinzip gelebt wie wir, also ein Musikerleben. Die waren zu Orchester- und Kammermusikproben gegangen
Die hatten zu Hause geübt und diskutiert und gefeiert und Geigen, Klavier, Gesangsunterricht gegeben. Jedenfalls hatten sich alle intensiv mit musikalischen Inhalten beschäftigt. Also am Tag nach unserer Rückkehr, buchstäblich, begannen wir mit der Suche und das wurden 3 Jahre intensiver Recherche. Denn, wie Elisabeth schon erwähnte, es gab wirklich nichts. Viele Menschen waren uns sehr behilflich dabei und leider kann ich sie jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Internet hatten wir noch nicht und so ging das also vom Hölzchen aufs Stöckchen, Karteikästen, Adressbücher durchforsten. Dann hatten wir eine wichtige Quelle, das war das israelitische Gemeindeblatt. Am Anfang fanden wir nur Namen und manchmal auch nur Nachnamen. Und dann kamen langsam mehr Angaben hinzu, mal ein Foto, eine Adresse oder auch ein Programmzettel. Die Frage war jetzt, was war aus ihnen geworden, was war ihnen geschehen? Und da in dem Moment mussten wir die Deportationslisten durchgucken. Jochen hat dann eines Tages zu mir gesagt, es reicht nicht, dass wir nach den Schicksalen suchen, sondern wir müssen auch die Vorgeschichte des Frankfurter Musiklebens erzählen und wie sich das so peu à peu verändert hat, so in aller Konsequenz. Ja, so entstand vor 30 Jahren eine sehr persönliche und emotional geprägte Ausstellung, die nach heutigen ausstellungstechnischen Maßstäben natürlich veraltet ist. Aber ihre Aussage ist nicht veraltet und ich bin sehr froh, dass sie hier bei der Initiative 9. November eine ständige Bleibe gefunden hat. Ja, übrigens im Jahre 2010 erschien beim Brandes und Apsel Verlag die zweibändige Publikation von Jochen Martini, die er in Zusammenarbeit mit Birgit Klein erstellt hat. Jetzt zu der Musik, die wir heute machen. Wir machen in dieser Ausstellung Barockmusik, denn diese Musik ist unser aller Metier und wir können hiermit die Menschen, derer wir hier gedacht wird, am überzeugendsten ehren. Dabei haben wir bewusst ein breites Spektrum von Kompositionen des 17. Jahrhunderts gewählt, aus dem deutschsprachigen Bereich. Dabei erlauben wir uns alle Gefühlslagen, und zwar von fröhlich bis traurig bis ernst. Alles darf da erklingen. Alle gesungenen Texte entstammen natürlich einer Zeit lange, lange vor dem Holocaust. Das muss man immer bedenken, wenn man sie hört. 2 Texte sind dem Alten Testament entnommen. Und dann gibt es ein Stück, das ich extra erwähnen möchte. Das ist das vorletzte Stück und das ist ein echtes Antikriegsstück aus der damaligen Zeit. Und von daher hier im Bunker wirklich am Platze. Es heißt Kriegesangst Seufzer und wurde 1645 von Johann Hildebrand komponiert und es beschreibt die Grauen des 30-jährigen Krieges. Thank you.
Thank you.
Amen.
In
Thank you.